Herzlich willkommen zu IAM AIDA Primetime Magazin. Diese Woche zeigen wir Ihnen wunderbare Kandidaten bei The Voice of the Ocean. Wir zeigen Ihnen, dass man im Urlaub auch abnehmen kann mit Katharina Bachmann. Und zuletzt vergewissern wir uns, dass die Weihnachtspost rechtzeitig ankommt. Bitte schön. Es ist unglaublich erstaunlich, wie viel Talent wir an Bord haben. Jedes Mal, wenn wir The Voice of the Ocean machen, haben wir großartige Sänger, wie gerade jetzt auf AIDA Perla. Trauen sich doch auch mal. Sie und nur Sie können heute Abend entscheiden, wer wird Voice of the Ocean AIDA Perla 2017 sein. Vor einer Stunde zu Tobi gesagt habe, wenn heute eine Sex on Fire singt, wäre großartig. Ich würde gern wissen, wie viele Frauen gerade im Theaterraum ihrem Mann gesagt haben, warum machst du das nicht für mich? Wie alt bist du, wenn ich darf fragen? Ich bin 16. 16! Beyoncé zu singen ist sehr, sehr schwierig, aber du hast es wirklich von Anfang an schön gemacht. Also wirklich war. Diese Gefühle geht höher und höher und höher und höher. Und dann kommen auf die Bühne, ist richtig nicht einfach. So. Unheimlich gut. Vielen Dank. Dankeschön. Meine Damen und Herren, Signore, Signori, Voice of the Ocean, AIDA Perla 2017 ist... Markus! Ja! Wenn Sie Ihren Liebsten oder vielleicht sogar dem Weihnachtsmann Post schicken wollen, dann gehen Sie am besten zu einem der nördlichsten Postämter, die es gibt. Gucken Sie mal. Was habt ihr denn da? Ein Briefkasten, wo man Wunschzettel reinfüllen kann. Einen ganz großen Brief? Aber genau, einen ganz, ganz großen Brief, nämlich für die großen Gäste. Ho, 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 liebe Gäste, jetzt ist es soweit. All diese Wunschzettel sind bereits in dieser Box. Unser Kids- und Dienstclub hat natürlich diesen fantastischen Briefkasten für uns gebastelt. Aus diesem werden wir jetzt alle Wunschzettel in dieses Wunschkuvert geben und damit machen wir uns dann auf den Weg zum Postkasten hier in Ilulissat vom Weihnachtsmann. Auch ich habe einen Wunsch, den ich hier jetzt abgebe. Ich möchte nämlich mit der AIDA Aura auf Weltreise fahren. Ja, jetzt befinden wir uns hier in Ilulissat beim Postkasten des Weihnachtsmann. Und wir haben die Wunschzettel abgegeben in diesem großen Kuvert. Über 300 Wunschzettel waren es insgesamt. Und da bleibt uns nur noch über zu sagen, wir freuen uns auf Weihnachten. 149 Tage sind noch. Der Countdown läuft. Merry Christmas! Ernährungsexpertin Katharina Bachmann war an Bord und sie hat unseren Gästen gezeigt, warum es gerade im Urlaub so einfach ist, seine Ernährung umzustellen. Da muss man nicht mal selber schnibbeln. Mit SOS bin ich selbst meine Diabetes losgeworden, übrigens auch meine Zellulite. Ich habe vorher Bluthochdruck gehabt, ich musste Medikamente dagegen nehmen, zu hohe Cholesterinwerte, etliche Allergien. Und dann durch ein großes Glück den Dr. K.S. Khurshid kennengelernt, ein indischer Arzt, und dann eine Ernährungsumstellung mit mir gemacht hat. Und heute brauche ich keine Medikamente mehr. Ich habe 21 Kilo insgesamt abgenommen,
habe ich gesagt, ich muss das jedem Menschen erzählen. Da gibt es eben bestimmte Lebensmittel, die dabei helfen, abzunehmen, die dabei helfen, wieder gesund zu werden. Da gibt es so viel, was ich in der Zeit gelernt habe. Und das habe ich dann alles in das Buch gepackt. So, auf jeden Fall geben wir das da rein. Ja? Ja, SOS ist eigentlich für jeden. Alle, die den Körper mal wieder auf Reset drücken wollen. Gewichtsabnahme, die ist bei dieser SOS-Ernährung eigentlich nur ein schöner Nebeneffekt. Und jetzt eben ganz neu, exklusiv für AIDA, Workshops zum Thema 7 Tage Entgiftungswoche und dann die Ernährungsumstellung. Also die 7 Tage, die sind super einfach. Der erste Tag besteht aus Obst und wir können in den 7 Tagen von morgens bis abends so viel von diesen jeweiligen Nahrungsmitteln essen, wie wir wollen. Und ich gehe jetzt hochmotiviert nach Hause, möchte das selber mal ausprobieren und werde da diese Entgiftungstage mal ausprobieren und werde dann ganz bestimmt ganz vieles in meine tägliche Ernährung einbauen. Und dann gibt es im Rossini SOS Lunchmenü. Da freue ich mich besonders drauf, denn dafür habe ich gemeinsam mit unserem Chefkoch Dennis etwas super, super Leckeres gemacht, nämlich die Kokosnusskonfitüre und selbstgemachte Schokolade. Also unter anderem wird es das geben und da freue ich mich ganz besonders drauf. Viele Gäste haben das mir auch schon geschrieben, dass man eigentlich auf einem Kreuzfahrtschiff ziemlich gut SOS machen kann. Man muss nämlich nicht mehr in der Küche stehen und das ganze Gemüse schnippeln. Das ist ja alles schon fertig. Man muss halt nur das richtige Haus suchen. So, das ist jetzt ein Abendessen nach SOS. Dass man eben auch an das Wohlbefinden, an den Geschmack, an den Genuss denkt. Und es funktioniert. Also man muss sich überhaupt nicht quälen. Wenn man zu Gast in Hamburg ist, ist eine Hafenrundfahrt was ganz Verlockendes. Für Sie habe ich was mit viel größeren Schiffen, nämlich die Verlockung der Woche. Und wenn Sie mehr wissen wollen über uns und unser Angebot, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro. Bitte schön. Wir starten in Dubai und fahren als erstes nach Kasab. Als nächstes besuchen wir Muscat und Salalah im Oman. Von hier nehmen wir Kurs auf das Rote Meer und entdecken Aqaba. Nach der Fahrt durch den Suezkanal machen wir noch Halt auf Kreta in Athen, Katakolon und Valletta. Und erreichen das Ziel unserer Reise, Palma de Mallorca. Und zum Schluss, wie immer, mit ganz viel Liebe zusammengestellt und ganz toller Musik hinterlegt, die Bilder der Woche. Tschüss!